Hallo Freunde, heute sind wir wieder unterwegs, verlängertes Wochenende. Und ich habe euch ja schon unser Einmannzelt von McKinley, das Arium 1, vorgestellt. Wenn wir länger unterwegs sind, dann habe ich ein größeres Zelt dabei. Dann nutzt man das ja nicht nur wie im Biwaksack zum Übernachten, sondern dann will man es auch bequemer haben. Oder wenn das Wetter mal umschlägt, sich da drin auch wohlfühlen, wenn es einen Tag mal regnet. Ja. Und da möchte ich euch heute mein Zweimann-Zelt Tatonka Alaska vorstellen. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. Und wie ihr seht, haben wir hier einen guten Platz am Waldrand gefunden. Habe ich euch ja schon im letzten Video gezeigt. Wenn es irgendwie geht, nicht unter Buchen oder Eichen das Zelt aufschlagen, da fallen immer Äste runter und es kann sehr gefährlich werden. Hier der Fichtenwald, ja, der liegt außerhalb der Windrichtung, das heißt, wenn hier ein Sturm kommt, würden die Bäume jetzt nicht auf die Wiese, sondern nach innen in den Wald fallen. Ja, da haben wir jetzt das gute Stück im wasserdichten Packsack, wird es geliefert. Komplett mit Heringen und Gestänge, ist kein Leichtgewicht, wiegt 4,1 Kilo, aber wenn man zu zweit unterwegs ist, ja, dann kann man sich das Gewicht im Zelt, Gestänge, Heringe, Außenzelt auch aufteilen, ja, sodass jeder mit einem moderaten Gewicht davon kommt. Ja. Aber wie gesagt, wegen Komfort nehme ich auch das Gewicht auf mich, ja, und lasse lieber ein paar andere Sachen weg. Im Sommer braucht man ja lang nicht so viel Ausrüstung. Zum Beispiel habe ich jetzt auch keinen Schlafsack dabei, sondern meine Isomatte von Thermarest und einen Poncho-Liner, der ganz leicht ist. Ja. Da lässt sich das Gewicht dann schon wieder kompensieren. Das Zelt hat nachher aufgebaut eine Größe von 4,60 Meter, 1,55 und 1,10. Also sehr geräumig, aber das werden wir ja nachher auch noch sehen. Mitgeliefert werden 16 Heringe, die auch super leicht sind, Aluminium, aber auch ordentlich stabil. Ja, und dann haben wir natürlich noch das Gestänge, bestehend aus 3 Stangen. Gestänge ist aus Aluminium und super stabil und leicht.
So, jetzt seht ihr da, das Zelt ist ordentlich groß. Ausgerichtet habe ich es jetzt auf unsere Wetterlage hier. Das heißt, hier kommt das Wetter aus Südwest. Besonders cool bei einem hochwertigen Zelt, hier hat zum Beispiel dann auch jede Spannleine ihren Platz und man hat da nicht das berühmte Chaos, dass man zum Schluss nicht mehr weiß, wo gehört welche Leine hin oder ist die verwickelt. Wichtig ist halt auch beim Einpacken, ja, dass man das natürlich auch gleich wieder so an Ort und Stelle bringt, wenn man dann bei Extremwetter oder Regen schnell aufbauen muss, ja, dann ist alles an seinem Platz. Natürlich darf man erwarten, dass das Zelt in der Preislage auch wirklich hochwertig verarbeitet ist und das ist es aber auch. Wichtig, Stangen immer schieben, nie ziehen. Auf der Gegenseite geht dann die Stange direkt gleich in die Fassung. Das ist auch sehr gut durchdacht. Dadurch habe ich nicht das Problem, dass ich immer auf beiden Seiten hier später die Stange einspannen muss, sondern hier auf der zweiten Seite ist die hier mit starkem Nylon direkt sofort fixiert. So, jetzt haben wir die Gestänge drin und jetzt brauchen wir die nur noch in den rechten. Das andere Ende kommt dann einfach in den Gestängeschuh rein. Im nächsten Schritt wird dann das Gestänge gespannt. Mir gefallen auch immer so kleine Detaillösungen, zum Beispiel bei Wetterlings geht jetzt der Riemen für den Schneideschutz hier am Haus vorbei und damit kann ich das hier verwenden, ohne dass ich den Schutz abnehmen muss. Das Ding ist Rasiermesser scharf und das wäre dann immer ein Problem. Also auch solche Dinge sind manchmal im Detail sehr gut durchdacht. So, das Zelt steht jetzt. Wie ihr seht, hat es hier super große Belüftungen und ist auch an allen Ecken und Enden super abgespannt. Hier seht ihr dann den Seiteneingang. Vorne haben wir einen Eingang. Und auf der Seite auch. Also insofern ist es immer super flexibel. Und auch hier auf der Seite haben wir eine große Lüftungsöffnung. Richtig cool sind eben die vielen Eingänge. Ja, der ist jetzt auf dem Innenzelt, auf der Innenzeltseite. Auch da kann ich aus dem Innenzelt aussteigen. Die seitliche Öffnung ist natürlich ideal, wenn die aus dem Wetter draußen ist. Hier oben auch eine gute Detaillösung, da kann man mit Druckknöpfen arbeiten. So.
Selbst beim Moskitonetz merkt man, dass es eine viel bessere Qualität ist als bei Billigzelten. Ja, jetzt gehen wir mal rein. Hier der Vorderbereich, der bietet gigantisch Platz für Ausrüstung, Rucksack, und hier kann man auch kochen bei schlechtem Wetter. Hier kann ich meine nassen Sachen ablegen, damit ich die nicht ins Innenzelt nehmen muss. Hier sind wir jetzt im Innenbereich. Da habe ich einmal die große Öffnung und hier habe ich aber auch noch eine kleine Öffnung mit Moskitonetz, sodass auch das Innenzelt gut zirkuliert. Was ihr jetzt hier seht, ist der riesige Innenraum. Hier auch noch mit Möglichkeiten, eine Taschenlampe aufzuhängen. Wie gesagt, da drüben habe ich einen Ausgang und hier auf der Seite habe ich auch einen Ausgang. Hier oben ist noch ein Ablagenetz, wo ich Dinge reinlegen kann, zum Beispiel meine Regenjacke etc., was ich nicht mit ins Innenzelt nehmen möchte. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, dann die Lüftung zu öffnen, abgesichert mit dem Moskitonetz. Bei starkem Regen kann ich dann auch zumachen. Was auch sehr gut gelöst ist, ich habe hier ein Innenfach, das ich auch aushängen kann. Was auch sehr gut gelöst ist, ich habe hier ein super großes Innenfach, das ich auch aushängen kann. Auch hier kann ich eben Ausrüstung unterbringen. Hier sehe ich nochmal auch sehr schön die große Benüftungsmöglichkeit im Innenzelt. Und hier oben sind noch Leinen gespannt. Da kann ich dann hier im Innenzelt meine Taschenlampe aufhängen oder sonstige leichte Sachen. Und auch im Innenzelt habe ich wieder hier Taschen aus so Meshgewebe, wo ich meine Brille unterbringen kann oder sonstige Sachen, wo ich nicht drauflegen möchte, aber wo ich schnell griffbar haben muss. Und das, die Hasche habe ich hier links und auch auf der rechten Seite. Hier seht ihr nochmal schön die Größe vom Zelt, also selbst im Vorzelt könnten zur Not noch ein oder zwei Personen unterkriechen. So, dann kommt hier noch meine Isomatte rein. Die habe ich euch ja auch mal im Video gezeigt, die ist echt super gut. Zum Thermarest. Ich habe da hier die Trail Light Large. Die ist etwas länger wie die normalen Matten, hat den Vorteil, dass man mit den Füßen nicht runterrutscht. Und wie gesagt, jetzt im Sommer ist es kein Problem. Hier so ein Poncho-Liner, der ist super warm, den kann ich doppellagig verwenden, ja, und auf der Matte isoliert und windgeschützt im Zelt reicht es hier völlig aus, um hier eine gute Nacht zu verbringen. Hier könnt ihr jetzt sehen, selbst der wirklich große Abisko-Rucksack, da hätten hier 4, 5 so Rucksäcke Platz ohne Probleme, aber was mir halt gefällt, ist hier in dem Vorraum, da kann ich wirklich auch super arbeiten, da kann ich kochen, da kann ich was schnitzen, da kann ich Ausrüstung reparieren, ja, ohne das Innenzelt zu versauen. Ja, wenn ihr Nelly fragt, die hat hier schon ihr Lager bezogen, ja, Nelly, super cool, oder? Ja, mach schön Platz, ja. Schön Platz. So ist brav. Ja. Fein. Und genau dasselbe habe ich hier im Vorzelt. Auch hier habe ich nochmal einen kompletten
Ein- und Ausstieg. Und der große Vorteil von diesen drei Öffnungen, der ist auch der, wenn es mal geregnet hat oder die Außen-Innentemperaturen sind noch sehr unterschiedlich, ja, dann habe ich auch im teuersten Zelt Kondenswasser. Ja. Mein Atem, der schlägt sich an der wasserdichten Außenhaut ab, ja, und dann bildet sich da Feuchtigkeit. Ja. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Aber das Tolle hier bei diesem Zelt ist eben, durch das, dass ich die Möglichkeiten habe, hier hinten und vorne zu öffnen und an der Seite auch noch, kann ich auch das Kondenswasser, das sich über Nacht gebildet hat hier, relativ schnell wieder herausbekommen. Das heißt, das Zelt trocknet mir morgens dann auch innen sehr rasch wieder ab, ja, und ist wieder einsatzbereit. Wichtig ist das auch beim Verpacken, ja, dass man nicht verpackt, solange innen noch die ganze Feuchtigkeit hängt, ja, sondern möglichst erstmal noch hier beim Frühstück durchlüften, ja, damit es eben innen hier auch alles sauber abtrocknen kann. Dann ist das perfekt. Beim Abbau ist noch eins erwähnenswert, was für mich auch ganz wichtig war. Dieser große Vorplatz, der bietet die Möglichkeit bei Regen, ja, dass man erstmal im Trockenen seinen gesamten Rucksack packen kann. Und dann kommt der super Vorteil, ich kann quasi im Zelt mein Innenzelt aushängen, kann das auch noch trocken im Rucksack verstauen und habe dann später, wenn ich dann aus dem Zelt rausgehe, nur noch die Außenhaut, ja, die ich dann nass verpacken kann, aber meine anderen Ausrüstungsgegenstände, die bringe ich eben hier in dem großen Vorraum, einschließlich Innenzelt, alles geschützt, ja, mit einem Dach über dem Kopf noch unter, und habe da keinen Stress, dass hier auch die andere Ausrüstung feucht oder nass wird. Das ist auch ein ganz klares Plus, warum man so einen Vorraum wählen sollte. Ja, Freunde, das war's mit der Vorstellung. Wenn ihr Fragen habt, ja, dann schreibt mir einfach. Ja, wenn es euch gefallen hat, vergesst den Like nicht. Ja. Macht's gut, viel Spaß draußen. Euer Hans. Ciao.